Eine besondere Besuchergruppe begrüßte Papenburgs Bürgermeister Jan-Peter Bechtluft am Montagnachmittag im historischen Saal des Rathauses. 5 Gäste aus dem spanischen Andalusien informieren sich in Papenburg über das duale Ausbildungssystem. Im Rathaus gab es dazu interessante Gespräche. Doch die spanische Delegation hat in den kommenden Tagen noch weitere Ziele. Wir schauen uns verschiedene Unternehmen an, unter anderem Terfair in Rehde, ein Bauunternehmen, oder Hahn, ein Metallbauunternehmen. Wir schauen uns die Meierwerft an, wir schauen uns die Kreishandwerkerschaft an, also Unternehmen oder Organisationen, die das duale System unterstützen bzw. beaufsichtigen. Wir werden uns etwas mehr über die Rahmenbedingungen in Papenburg informieren, das heißt, was sind eigentlich die Situationen vor Ort? In welcher Situation befinden sich die Unternehmen und die Wirtschaft? Die Besuchsreise wird federführend von den berufsbildenden Schulen in Papenburg organisiert. Es stehen aber nicht nur Fachtermine rund um das duale Ausbildungssystem auf dem Programm. Die 5 spanischen Gäste wollen zum Beispiel auch die Von-Vielen-Anlage und die Landesgartenschau besichtigen.